Tüte? Ja. Morgen Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und euch geht's gesundheitlich gut in der Zeit. Ich bin heute mal unterwegs wieder mit Fabi. Moin, Jens. Mit Stefan. Moin. Das heutige Video dreht sich ein bisschen darum, welche Köder wir im Winter fischen und wie wir die fischen. Wir stellen euch die nachher mal vor, wenn wir am Wasser sind. Genau. Ich melde mich nachher. Wie ich vorhin schon sagte, stellen wir euch heute ein bisschen so unsere Köder vor, die wir im Winter hauptsächlich fischen. Fabi hat gerade einen geilen Köder dran. Ja, morgen. Also, was funktioniert gut im Bodden? Fliege und Gummi. Die haben wir beides in einem. Das ist die CWC-Maus. 23 cm in Ice Cream. Schöne weiße Flusen. Dunkel mit dazwischen. Also, das müsste eigentlich heute richtig schön knallen. Naja, ich bin mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das Geile an der Maus ist es ja, dass man die jetzt hier im Winter schön langsam führen kann, weil die Hechte sind, denke ich mal, schon recht passiv. Das Wasser ist kalt. Mal sehen, ob Fabi damit Erfolg hat. Ich habe hier den Pickshad an Chatterbait gemacht. Ich denke, im Winter wird das da auch knallen, weil die passiven Hechte dann auch nochmal gereizt werden durch das Spinnerblatt vorne. Er gibt ja ein paar gute Druckwellen. Werde ich jetzt mal zu Stefan gehen und werde euch zeigen, was der für Empfehlung für euch hat. Bei Stefan, zeig mal deinen Köder. Das ist ein 30er Curly Tail von Hostage Valley Lures. Haben sie Jungs für mich angefertigt in meiner Farbe, die ich haben wollte. Ist heute das erste Mal im Einsatz, aber ich glaube, er wird liefern. Welche Größe ist das? 30 cm. Genau, wie ich schon sagte, Stefan fischt noch ein bisschen größer. Mit dem Curly Tail bestimmt ein bisschen die Hechte noch zu reizen. Wie gesagt, die sind sehr passiv und jetzt haben wir so ein bisschen drei Varianten. Wir schauen mal, welcher als erstes Fisch bringt. Nee, hing der denn nicht? Wie ihr seht das, der erste Pike raufgehauen. Da der ein Fehlbiss. Mann, das ärgert mich echt. Erst der Fisch endlich mal drauf nach keine Ahnung wie vielen Stunden. Der kann sich erstmal sehen lassen. Ich hoffe, jetzt ist der Bann erstmal gebrochen und wir können jetzt den einen oder anderen verhaften. Wir haben jetzt auf dem Pickshad, mein Lieblingsköder im Winter. Wir sind jetzt am zweiten Spot angelangt. Ich fische jetzt mal wieder den Chatterbait. Vorhin war irgendwie das zu krautig und der lief ein bisschen zu tief. Dadurch konnte ich den gar nicht weiter fischen. Musste auf Gummi umsteigen. Fabi probiert es weiter mit seiner Maus und ich hoffe, hier kriegen wir wenigstens noch ein, zwei Hechte, dass wir dann zum Abschluss euch noch mal ein paar Hechte zeigen können. Der hat sich ein Jerkbait rangehangen. Führst du den irgendwie speziell? Langsam. Langsam im Winter. Aber immer kräftige Stöße, ne? Ja, dass er schön ausschlägt. Ja, auf Gummi will nicht so richtig. Den einzigen Nachläufer hatte ich bisher doch ein Jerkbait, also wer fängt, der hat recht, ne? Ja, ich denke auch mal. Die Hechte sind ein bisschen zickig. Deswegen habe ich wieder den Chatterbait rangehangen, um die vielleicht noch ein bisschen zu reizen. Und wir angeln jetzt hier die ganze Kante ab, also wir haben noch ein Stückchen vor uns und ja, melden uns. Ist der groß? Ja.
Sorry Leute, die GoPro ist gerade, warum auch immer, ausgegangen. In der Zeit hat Fabi zufällig einen Hecht gefangen. Ich zeige ihn euch jetzt mal. Oh Mann, da endlich. Das wurde auch Zeit. Auf den Bulltees von Weston. Schön langsam geführt, eingeleiert. Hammer, ich freue mich. Endlich hat's geklappt. Wir sind jetzt fertig für den heutigen Tag. Fabi hat jetzt noch einen schönen Hecht verhaften können. Endlich, ich habe mich so gefreut. Hammer, ewig gebraucht, aber trotzdem ein Schneider, super. Ja, genau. Wir gucken nachher nochmal, wie groß der ist. Wir haben den mal an die Route rangehalten und werden nachher mal nachmessen. Ja, Stefan musste leider etwas früher raus. Wir haben die ganze Zeit jetzt noch ohne ihn weiter gefischt, weil er hatte eine leichte Perücke auf seiner Baitcast-Route, der Rolle. Aber lasst mal ein Like auf seiner Instagram-Seite da und folgt ihm vielleicht. Instagram steht von Stefan hier. Da so. Ja, genau. Und Fabis blende ich euch unter ihn ein. Nee, hier oben. Oder hier über ihn. Gut, machen wir alles so. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und gute Fänge.